Dort hinter dem Nebel liegen die sanften Hügel von Pennsylvania. Und da hinter dem Nebel liegen die sanften Hügel von West Virginia. Hier in Somerset County, auf den sanften Hügeln, gibt es Pferdeäpfel und Hochexplosives. Das ist Albert. Er jagt Sachen hoch. Was genau halte ich da? Einen 5-Zoll-Ultrasalut. Ein Böller? Ein großer. Und in deiner Hand? Dasselbe. Also 10 Zoll Ultrasalut zwischen uns? Richtig. Habe ich das richtig mitgekriegt? Wir sind in Somerset County. Ja. Bei allem Respekt, hier verstehe ich den Satz, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja, so ist es. Beim Sachenhochjagen ist Ellbogenfreiheit wichtig? Sehr wichtig. Man will ja schließlich seinen Nachbarn nicht verletzen. Du hast Nachbarn? Ja. Wie geht das? Gut. Die meisten beschweren sich, wenn ich ihnen nicht sage, dass ich was hochjag. Und einige, wenn ich was hochjag. Sie gehen hoch, wenn du was hochjagst. Richtig. Und was ist das für ein Behälter? Ein 5-Zoll-Mörser. Normalerweise macht man sowas am Ende des Tages. Aber ich finde es interessant, gleich am Anfang zu sehen, dass wir hier nicht über Ladycracker, römisches Licht oder kleine Spaßknaller reden. Er macht die Böller, die man für den 4. Juli braucht. Richtig. Gibt es noch andere Feiertage, wo man die Dinger... Manchmal am Memorial Day, Geburtstagsfeiern. Ich habe noch keinen Bar Mitzwa gemacht. Dein Laden heißt Little Big Shots. Wie viele arbeiten für dich? Wir sind ungefähr 12, nicht Vollzeit. Aber während der Saison müssen wir Helfer einstellen. Ist das dein Produktionsgelände? Ja, hier ist das Fertigungsgebäude und dort ist das Lager.